die Schanze heute schon ausspringen. Und man kann hier wirklich 127 Meter und mehr stehen. In der Nacht hat man den Auslauf repariert. Das heißt, man ist mit einer Raupe drüber gefahren. Da hatte sich Eis gebildet, deshalb gestern einige Stürze im Auslauf. Oh, Jesches Maria, Martin Höllwart. Oh, das war ein böser Sturz. Genau aufs Gesicht. Mein Gott nochmal. Martin. Man leidet mit ihm. Ganz unglücklich. Gehirnerschütterung hat er mit Sicherheit. Hoffentlich ist nicht mehr passiert. Ein Sprunglauf, der bisher so gut über die Bühne lief. Man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass irgendetwas passieren kann. Und nun reißt den Martin Höllwart, den dreifachen Olympiazweiten von 92, in den Schnee. Schauen wir noch mal genau hin. Was ist passiert? Auch der 120,5 Meter, ja, verkantet. Eindeutiger Fehler von ihm. Eindeutiger Fehler. Schöner Sprung, schöne Weite. Er wird ins Hospital müssen. Alles Gute für den 21-jährigen Kaltenbacher. Wir werden uns schnell informieren nach einer Pause, was wirklich geschehen ist. Aber dieser Sturz ist nicht auf widrige Umstände oder auf einfallenden Wind, was auch immer, zurückzuführen. Der liebe Martin hat verkantet und ihn hat es ganz unglücklich auf die harte Auflage geschmissen. In diesem Zusammenhang, wenn man überhaupt da von positiven Nachrichten sprechen kann, wenn es um Stürze geht.